Guten Schatz, hier ist Bolleva, wunderschön. Kein Problem. Schatz, ich geh mal kurz Zähne putzen. Okay, lass mal deine Hände weg von meiner Zahnpasta. Ja, ja. Du weißt, wie heikel ich bin. Ja. Ich komme bald auch. Oh mein Gott, was ist da los? Hallo Polizei, da war ein Einbrecher. Ich weiß nicht, mein Mann liegt auf dem Boden. Er ist wahrscheinlich tot. Kommen Sie schnell bitte. Hey, guten Tag, die Dame. Die Polizei steht zu Diensten. Ja, was haben wir denn da? Ein Prachtstück von einem Mann. Gepflegte Zähne, wie man sieht. Volles Haar. Und einen Sixpack hat er auch. Was ist denn da passiert sonst? Naja, mein Mann ist zurück nach Hause gekommen. Und er hat dann eine Überraschung für mich gehabt. Und das waren Ballettkarten. Und davor sind wir essen gegangen in unserem Lieblingsrestaurant. La Prava, la Pizzeria La Prava. Die kenne ich. Das ist eine gute Pizza, mal so. Also jetzt weiter. Ja, und es war so schön. Okay, komm uns. Was ist denn feiner, bitte? Erzähl mal weiter, was passiert ist. Ja, wir haben gegessen. Dann haben wir ein Stück geschaut. Da war die russische Ballett. Und es war so schöne Musik. Ja, alles war perfekt. Und ja, danach sind wir nach Hause zurückgekommen. Und wir sind schlafen gegangen und in der Früh habe ich ihn so gefunden. Ein trauriges Schicksal. Aber man muss sagen, ich glaube, das war ein Mord, ja. Was erzählst du dazu, Watson? Mord, eindeutig Mord. Ja, ja, das denke ich mal. Notieren Sie mal weiter. Und der Watson, wir werden uns jetzt verabschieden. Wir melden uns, sobald wir genau was wissen. Und ja, danke. Einen schönen Tag noch und wir haben dein Beileid. Danke. Ich wusste, es wird früher oder später mal passieren. Du hast meinen Bruder umgebracht, so schaut's aus.
Ich war das nicht. Wer soll sonst gewesen sein, der Postbote? Wieso unterstellst du mir so etwas? Jahrelang hat er gearbeitet, du bist nur zu Hause gesessen. Du hast nichts. Ich habe auch gearbeitet. Nein, hast du nicht, du hast die Beziehung zerstört. So schaut's aus. Was hast du gemacht? Ich hab geputzt, ich hab gekocht. Ist das nichts? Nein, das ist nichts. Okay. Sag mal, was ist dir denn so aufgefallen? Da muss ich in meinen Notizen nachschauen. Nein, nein, falsch, alles falsch. Ja, Würgemale, blau, die Frau war's. Ja, super. Ja, eine gute Arbeit, Watson, aber das. Das habe ich alles schon gewusst. Wisst ihr was? Ich habe in der Krankenakte von der Dame nachgeschaut. Die hat einen Huscher. Die ist immer ganz bei sich. Die Schizophren heißt das, glaube ich. Schizophren ist sie. Ja, und. Aber. Ich hätte auch noch eine Frage. Außerdem ist das ja eine ganz fesche Dame. Die können wir noch mal besuchen gehen, oder? Hallo. Hey, guten Tag. Wissen Sie, ich hätte noch eine Frage. Wo wohnt denn der Zwillingsbruder von Ihrem Mann? Ja, da eine Straße weiter noch. Eine Straße weiter noch? Ja. Super. Sagen Sie, was ist denn da hinten? Nein, nichts. Ich muss jetzt aufräumen. Ja, es ist nichts. Also, nur eine Straße weiter. Sie können auch später kommen, ja. Okay, okay. Ja, tschüss. Die war aber komisch, Watson. Ja. Mit Abweisen. Müssen Sie das verstehen? Sagen Sie, Watson, irgendetwas stimmt da. Und irgendwas haben wir übersehen. Außerdem, oh Gott. Ein Alkohol vergessen. Watson. Na, schnell zurück. Das. Komm jetzt bitte. Schnell, Watson. Hoffentlich fühlt sie sich nicht gestört, die Dame. Welche Frau? Ist sie da? Oh mein Gott, Watson. 2 Minuten eher. Und noch dazu mit meinem Alkohol Selbstmord begehen. Weil die Dame hat wahrscheinlich nicht einmal gewusst, dass dieser Alkohol so stark ist. Den kann ja nur ich trinken. Und seine schöne Frau, wirklich schade drum. Ach, aber eigentlich interessiert mich jetzt was anderes. Was war da hinten unter der Decke? Wer ist jetzt das, Watson? Jargon. Ja, und weiter? Schöne Sippa. Was? Na, ich weiß, wer das ist. Der Zwillingsbruder. Der Zwillingsbruder. Oh. Die Leiche. Herr Watson, was machen wir jetzt mit der Leiche? Mitnehmen. Ja, wo wollen Sie es jetzt mitnehmen, bitte? Für die Autopsie. Na, Watson, gehen wir uns einmal vor. Schreiben Sie mal den Bericht. Nein. Na gut, dann gehen Sie. Okay. So, mein Kleiner. So lange habe ich wieder gewartet auf einen Frauenmord. Jetzt darfst du auch wieder mal. Ja. Schön ist das. Ja.